Moin, liebe Leute und Freunde meines Kanals. Heute gibt es mal was Technisches. Seid gespannt, ich habe wieder investiert. Ich habe vor einiger Zeit über mein ZIRP One und das Pan & Tilt Bracket berichtet für meine bewegten Kamerafahrten und für Zeitrafferaufnahmen. Für mich ist es wichtig, dass ich viele interessante Möglichkeiten habe, Perspektiven auszuwählen, Kamerafahrten in ungewöhnlichen Positionen zu machen. Und da bin ich auf etwas gestoßen, das meine Möglichkeiten ziemlich erweitert. Dazu muss ich noch erzählen, dass die Fotografie und die Filmerei auch ein Teil meines Einkommens sind. Nicht nur, indem ich Aufträge erfülle für andere Leute, sondern ich verkaufe zum Beispiel Zeitraffer-Lizenzen über Adobe Stock. Ich bin auch bei anderen gemeldet, aber im Augenblick konzentriere ich mich mehr auf Adobe Stock und möchte da natürlich interessante Sachen machen. Worum es jetzt geht, ich zeige es euch. Und was man damit machen kann, das zeige ich natürlich auch. Und wie man das verbinden kann, zum Beispiel mit dem Ronin RS2 oder sogar mit dem Pan & Tilt Bracket von ZIRP. Auch das zeige ich euch. Viel Spaß! Ich habe mir den Slypod Pro von Mosa gekauft. Da gibt es auf englischen Kanälen sehr interessante Videos. Auf deutschen Kanälen hat der eine oder andere das auch schon mal beschrieben, das Teil. Mir ist der ehrlich gesagt erst vor kurzem aufgefallen. Und was ich damit mache und wie ich das zum Beispiel auch mit dem Ronin RS2 verbinde und auch mit dem Pan & Tilt Bracket von ZIRP, das zeige ich in diesem Video. Und wie ich das auch mit dem Smartphone steuern kann, und zwar beide Apps fast gleichzeitig, auch das zeige ich. Kommen wir erstmal zu den Details. Auf der einen Seite haben wir den Drei-Wege-Neigekopf. Sehr gute Qualität, sehr vielseitig, werden wir gleich sehen, wenn ich da Sachen drauf mache. Und auf der anderen Seite haben wir dieses Dreibein. Kann ich ausklappen. Und das Ding einfach abstellen. Interessant an diesem Fuß ist, dass man ihn, wenn man das hier hoch zieht, diese kleine Scheibe hier, dass man den neigen kann. Wenn man sie dann wieder runterlässt, dann rastet sie wieder ein und er steht absolut stabil. Allerdings muss man dann darauf achten, dass man hier unten dieses Fußteil, wo auch so ein kleiner Nibbel noch drauf ist, um es als Monopod zu verwenden, dass man das total festzieht. Sonst kann es sein, dass es ein bisschen instabil ist. Hier unten haben wir den Anschalter. Wenn ich den länger drücke, 3 Sekunden heißt es immer, aber ich habe gezählt, es sind ein bisschen länger, dann geht er an und es leuchtet grün, wenn er dann aufgeladen ist. Und wenn ich hier weiter drehe, dann habe ich hier 2 Knöpfe, Plus und Minus, mit denen ich den ausfahren kann. Wenn ich auf Plus drücke, dann fährt er zunächst mit maximaler Geschwindigkeit. Wenn ich auf Minus dann drücke, kann ich die Geschwindigkeit verringern, 3-mal. Und jetzt fährt er ganz langsam aus. Wenn ich wieder auf Plus drücke, fährt er wieder schneller. Bis zur maximalen Geschwindigkeit. Und endet bei 52 cm. Genau das gleiche, wenn ich auf Minus drücke, startet er ganz langsam, so wie die Einstellung vorher war. Wenn ich auf Plus drücke, beschleunigt er. Ich habe eben zu viel gedrückt, hat er gleich angehalten. Denn langsamer als das geht es manuell gesteuert nicht. Das ist trotzdem sehr langsam. Damit kann man schon sehr schöne Kamerafahrten hinbekommen, wenn man denn den ohne App steuern will. Mit der App ergeben sich noch ein paar mehr Möglichkeiten. Die finde ich ziemlich spannend und umso spannender, je mehr ich noch oben drauf bauen kann. Auf beiden Seiten des Slypod haben wir die Möglichkeit, direkt in jeweils 2 1/4 Zoll oder 3/8 Zoll Schrauben Halterung einzuschrauben, Stative einzuschrauben, was auch immer. Wir können das also direkt dort einschrauben. Und das Ganze haben wir natürlich, wie gesagt, auf beiden Seiten, sodass wir 2 Stative oben verwenden können. Diese Halterungen sind Akaswiss kompatibel. Wir können auch einen Kugelkopf ganz direkt draufziehen und verschrauben.
Und auch so können wir hier unser Stativ reinschrauben und auch das passt. Kommen wir kurz zum Sürpsche Nivan, den ich auf dem Slider benutze. Der hat, um ihn mit einem Kugelkopf oder einem Sürpsche Nivan Mini zu verbinden, nur eine 3/8 Schraube obendrauf. Und das macht es mir leider nicht möglich, einen Ronin RS2 dort drauf zu schrauben. Denn wir sehen, der hat nur das kleine 1/4 Zoll Gewinde und das passt überhaupt nicht. Abgesehen davon würde der Ronin natürlich auch sehr hoch rauskommen und das würde bei Kamerafahrten, denke ich, doch ab und zu ein paar Instabilitäten verursachen und das wollte ich vermeiden. Zur Lösung dieses Problems habe ich mir von YC Onion diese Halterung bestellt, auf die man den Gimbal direkt aufsetzen kann. Und diese Halterung hier, diese Aussparung, die verwende ich, um solche Akkus dort einzusetzen. Hiermit, diesen Dingern sind sie arretiert. Da muss ich das einfach nur rausziehen, dann kann ich den Akku wieder rausnehmen. Also die Akkus sind auch geschützt gegen versehentliches Herausfallen. Und das Ding, das hat sogar 3/8 und 2 1/4 Zoll Schraubgewindelöcher. Ideal. Den kann ich jetzt gut hier raufschrauben. Und schon habe ich die Möglichkeit, den Gimbal mit relativer Kürze auf den Sürpsche Nivan zu setzen. Ich habe damit Tests gemacht, aber das ist nicht Thema dieses Videos, sondern wie verwende ich das mit dem SlidePod Pro. Weiter geht's. Die Bodenplatte des YC Onion ist Acca-Swiss kompatibel. So lässt er sich ohne Probleme überall bequem einsetzen, verschrauben und sitzt perfekt. Wir sehen am Gimbal, wo die Kontakte sind. Einmal hier, einmal da. Deshalb wird er in dieser Richtung draufgesetzt. Und runterdrücken, festziehen. Und es sitzt bombenfest. Wir müssen jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Ich habe nur das kleine Dreibein angebracht. Und jetzt ist keine Kamera auf dem Gimbal. Aber wenn die drauf ist, würde ich auf keinen Fall mich weit entfernen von dem SlidePod Pro. Das wäre mir einfach zu gefährlich. Irgendwann stößt jemand dagegen und schon ist das Ding umgekippt und wer weiß, was dann noch alles kaputt geht. Ich habe an dem Gimbal jetzt alles angebracht, was für Aufnahmen sinnvoll ist. Zum Beispiel auch ein Raven Eye, was das ja alles zusätzliches Gewicht ist. Aber es funktioniert. Ich zeige so ein paar Beispiele davon. Und das ist eine super Ergänzung mit dem SlidePod. Für meine Zeitraffer ist noch interessanter, die Variation mit dem Pan & Tilt Bracket von Sürpsche Nivan mit 2 Sürpsche Nivan Mini 2. Und das kann ich auch einfach hier draufsetzen. Ich habe jetzt einfach mal die Platte hier unten angeschraubt. Machen wir das doch einfach mal drauf. So sieht das dann aus. Nebenbei, die beiden Rohre, die ausfahren, wir sehen es hier am Dreck, die sind offensichtlich mit Graphit geschmiert, also man sollte immer eher unten anfassen und nicht an diesen Rohren direkt. Das würde das vielleicht auch ein bisschen, diese Schmierung vielleicht ein bisschen beeinträchtigen. Aber vor allen Dingen hat man saubere Hände. Jetzt stellt sich nur noch die Frage, kann ich denn mit meinen Apps sowohl den SlidePod als auch zum Beispiel das Pan & Tilt Bracket von Sürp bedienen und oder aber den Ronin? Schauen wir uns das mal an. Ich habe hier meine Apps organisiert und wir versuchen zunächst mal bei Sürp hineinzukommen. Und da muss ich das immer waagerecht drehen. Gehen wir mal auf Connect. Da werden die beiden Mini angezeigt. Das sind die, die ich jetzt oben auf dem SlidePod montiert habe. Die kann ich nur nacheinander verbinden. Die sind verbunden. Jetzt kann ich hier Inhalt mit Keyframes Create Content, also Inhalte programmieren. Ich möchte ja aber auch noch die andere App haben und deshalb nehme ich dieses Fenster mal kurz raus. Das sind alles Programme, die brauchen wir gar nicht. Ich hole mir jetzt noch mal die Mosa App. Da ist er. Und
verbindet ist. Device is connected successfully, also auch das funktioniert. Und jetzt kann ich hier, der ist bereits ein bisschen rausgefahren, man hört's, den bedienen. Kann ich das auch gleichzeitig mit dem anderen machen, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Kamerafahrt programmieren möchte. Nehme dieses Fenster raus, öffne wieder das, muss ich wieder ein bisschen drehen. Und wir machen mal eine Geschichte mit Keyframes, New Setup. Ich entscheide mich, ich möchte gerne, die Motoren hört man jetzt nicht, aber sie drehen sich. Und ein bisschen weiter unten, da möchte ich starten, ich drücke auf Start. Jetzt kann ich mir eine andere Position aussuchen. Dreht sich schon wieder. Und das, die Tiltachse ist nach oben. And dann. Jetzt haben wir hier die Kurven. Ich könnte mir jetzt auch Keyframes setzen. Es fährt auf die Ausgangsposition zurück. Hier oben kann ich bestimmen, wie lange das Ganze sein soll. Also möchte ich das 1 Minute, 2 Minuten, 10 Minuten oder nur 5 Sekunden haben. Ich könnte mich ja mal entscheiden für 1 Minute und 5 Sekunden, sage okay, und in 1 Minute und 5 Sekunden wird diese Strecke abgefahren. Wenn ich hier drauf drücke und die Kamera direkt mit den SIRPs verbinde, dann wird die Kamera durch dieses Programm gesteuert, also durch die SIRP Genie gesteuert. Gehe ich mal hier wieder raus. Ich habe mich für 1 Minute und 5 Sekunden entschieden. Und so schnell wird der Slypod nicht sein, aber das können wir auf eine andere Weise regeln gleich. Jetzt geht es um die Art, wie ich, was ich mache, ob ich einen Zeitraffer machen will oder irgendwas anderes machen will. Das kann ich sowohl im SIRP Genie aussuchen als auch hier. Aber hier stelle ich immer eine gleichmäßige Fahrt ein. Das hat sich für mich als am besten herausgestellt. Das sind 52 cm, die da herausfährt. Und wenn ich einen Zeitraffer mache, dann nutze ich die maximale Länge, die ich einstellen kann. Das sind insgesamt 30 Minuten. Und das reicht eigentlich für einen schönen Zeitraffer. Wir haben hier den Regular Mode, den Gear Shift Mode, Acceleration Mode. Und wir haben auch noch hier Creative Video. Und da gehe ich jetzt mal drauf und ich nehme diesen Segmentation. So glaube ich, soll sich das lesen, so einmal hier unten hin, diesen Mode. Und wenn ich jetzt damit eine Strecke einstelle, dann kann ich erstmal die Länge bestimmen. Das ist 0. Ich fahre so weit raus, wie ich die Strecke eben haben möchte. Man hört's. Und hier bestimme ich jetzt die Laufzeit. 1 Minute wäre natürlich gar nichts. Insofern muss ich das gleich im SIRP nochmal ändern. Running Time Setting drücke ich hier oben drauf. Jetzt kann ich eben auch sagen, Minuten. Na, nehmen wir mal 20 Minuten für die ganze Strecke bis da oben hin und 0 Sekunden. Confirm, das habe ich jetzt eingestellt, Confirm. Jetzt ist es so, ich würde auf jeden Fall, ich gehe nochmal wieder zurück zu dem SIRP, ich würde auf jeden Fall erstmal dann, wenn ich sowas mache, hier von diesem Mode zum Bouncing gehen. Ich sage, okay, dann fährt die Kamera immer hin und her, so ist die Bewegung nicht verloren, dann kann er also ewig lange laufen und das geht. Die Kamera bewegt sich ständig hin und her. Und wir machen mal einen Test. Wir sehen, der Balken läuft, es funktioniert. Ich sehe es auch jetzt direkt an den SIRP Genie. Die drehen sich jetzt und machen die Bewegung. Machen wir nochmal Schluss und gehen wieder zurück. Und wenn ich jetzt starte und hier Record Time 1 Minute nochmal gucke, das auf 10 Minuten verändere und 5 Sekunden auf OK drücke und warte, bis der Knopf kommt, dann würde ich das immer erst hier anstellen. Dann gehe ich in das andere Programm. Dann würde ich hier auf Start drücken. Jetzt könnte man für einen Zeitraffer noch die Steps einstellen, also die Intervalle, ich lasse es auf 0, dann gibt es eine gleichmäßige Fahrt, sag Confirm, schon fährt das Ganze zurück, jetzt geht er runter und
und jetzt beginnt er zu starten. Jürgen zeigt da an, wie lange das ist, und ich sehe, er fährt raus. Und es geht sehr langsam natürlich, weil ich eine sehr lange Zeit eingestellt habe. Ich kann das mal mit der anderen Kamera kurz aufnehmen, damit man das sieht. Es ist kaum zu sehen, aber beide Motoren von Sirp machen ihre Arbeit und man sieht hier auch, dass er ganz langsam raus wird. Übrigens, wenn ich das Programm rauswerfe, dann macht er trotzdem diese Bewegung weiter. Ich kann also mich von dieser App verabschieden und das Programm läuft bis zum Ende. Und hier sieht man inzwischen, wie weit der Fortschritt schon gediehen ist. Stoppe ich das mal, das kann ich also beliebig stoppen. Und interessant ist, ob das auch mit dem Ronin geht. Wenn ich jetzt zweimal auf den An- und Ausschalter drücke, unten in der Moser's Lightpod Bedienabteilung, dann stoppt das eingestellte Programm und ich kann etwas Neues programmieren. So, andere Kamera. Jetzt ist die FX3, mit der ich eben gefilmt habe, oben auf dem Ronin, auf dem Slypod. Und ich habe meine A7R4 ohne Bildprofil jetzt auf mein Stativ raufgeschraubt, mit dem ich das jetzt aufnehme. Deshalb gibt es eine kleine Soundveränderung. Ich nehme das also ohne externe Mikrofone auf. Und jetzt gucken wir mal, wie das hier aussieht. Wir brauchen erstmal wieder unseren Moser. Und den verbinden wir mal. Wir haben ihn wieder erfolgreich verbunden. Und jetzt nehme ich den raus. Und suche mir den Ronin. Er verbindet sich. Hier oben ist er angezeigt. Aufnahme beginnen. Und um zu schauen, ob es geht, nehmen wir mal das Verfolgenprogramm. Das ist eine Geschichte, die mir einfach sagt, ich soll den Ronin mit der Kamera verbinden, damit die dann auch angeht, wenn ich das möchte. Habe ich gemacht, alles klar. Wenn ich jetzt hier, da sind schon Wegpunkte von einer vorherigen Programmierung drin. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, sehe ich, die Kamera bewegt sich. Ja, die Kamera fährt ab, also dass auch die Verbindung funktioniert. Jetzt möchte ich natürlich noch wissen, ob es denn auch mit diesem Programm funktioniert hier. Und wir nehmen wieder mal Kreativvideo, die gleiche Geschichte von eben. So, jetzt fährt es runter bis unten. Und ich möchte eine langsame Kamerafahrt haben von unten nach oben und ich möchte oben dabei Wegpunkte abgefahren haben. Das heißt, ich nehme mal eine Strecke von, hier wird angezeigt, 43 cm, 43,7 cm. Soweit ist sie jetzt nach oben ausgefahren. Das entscheide ich jetzt. Das Ganze soll in 10 Minuten passieren. So lange haben wir natürlich in diesem Video keine Zeit, aber ich stelle das einfach mal ein. 10 Minuten und 0 Sekunden. Hier muss man ein bisschen mit der Synchronisation nachher aufpassen, weil man ja zwei verschiedene Apps auch anstellen muss. Das bestätige ich. Das bestätige ich auch. Und jetzt gehe ich auf die andere App. Ich habe 10 Minuten eingestellt und wir können ja diese beiden Wegpunkte nehmen. Den kann ich vielleicht noch ein bisschen nach links fahren. Und den fahre ich noch ein bisschen nach rechts. So, das ist eine ziemlich lange Strecke. Ich könnte ihn auch noch ein bisschen nach oben versetzen. Nicht zu dolle. Nehmen wir das raus. Und jetzt kann ich die Zeit bestimmen. Gehe ich erstmal auf den Wegpunkt 1. Und die Verweildauer, wenn ich das anmache, sage ich, er soll bitte 5 Sekunden warten. Weil so lange brauche ich mindestens, bis ich auf der anderen App bin. 5 Sekunden eingestellt.
Und die Bewegungsdauer soll sein 10 Minuten, aber nicht bei der 1, sondern das bei der 2. Hier sind jetzt 2 Minuten eingestellt. Ich tippe mal hier drauf und sage jetzt 10 Minuten. Ich bin übrigens Linkshänder, deshalb komme ich immer von links. Ich könnte es sicher auch mit rechts machen, aber da bin ich nicht so genau. 10 Minuten und dann noch 5 Minuten Verweildauer. Und jetzt sage ich Kamera Start, ende das Ganze, gehe zum anderen Programm und sage hier Start auf 0, es soll ruhig laufen. Jetzt fährt er zurück auf 0, das sind die Sekunden, die ich vorher eingestellt habe. Und jetzt beginnt die Bewegung nach oben und der Ronin sollte auch seine Bewegung jetzt abfahren. Das können wir uns natürlich anschauen, ob er das tut. Wir sehen, das Gelbe, die kleine gelbe Markierung, die läuft schon raus. Die Aufnahme, 6% der Aufnahme hat er, also es funktioniert. Das Spielchen werden wir jetzt nicht bis zum Ende betreiben. Wir haben gesehen, das funktioniert und darauf kommt es mehr an. Ich kann also mit einem Smartphone zwei Apps bedienen, ziemlich unkompliziert. Ich muss also nicht einen Mosa-Gimbal haben. Ich kann es auch mit dem Ronin machen, ich kann es auch mit Surfgenie machen. Beide Apps verbinden sich gleichzeitig und lassen sich gleichzeitig bedienen. Das ist das, was ich rauskriegen wollte. Und damit beende ich mal jetzt dieses Programm, dieses Videos. So, das war's. Jetzt heißt es erstmal Erfahrung sammeln damit und vielleicht berichte ich später mal, was alles damit gegangen ist, was ich damit gemacht habe. Und bis dahin, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und ich freue mich auf ein Wiedersehen mit euch. Ciao!